München. Ein ganz normaler Morgen bei Denise Meyer und ihrem Freund Tom Belz. Wow, das ist echt scharf, Denise. Denise ist 27 und hat eine radikale Diät hinter sich. Unzufrieden ist sie noch immer, unter anderem mit Hüfte und Oberweite, denn die ist von D auf B geschrumpft. 40 Kilo hat sie abgenommen. Ich habe gelernt, auf das stolz zu sein, was ich schon erreicht habe und mich damit schon sexy zu fühlen. Ich habe auch mit über 100 Kilo mich auch sexy gefühlt, aber nicht immer. Also es ist, man belügt sich auch selber viel. Denise, mir gefällt es so, wie es ist. Du hast einen schönen Vorbau. Ich weiß nicht, was deine Problemzone gerade ist. Weißt du, was mein Problem ist? Na, ich finde die so sexy in dem Teil. Ich zeig dir mal, was das Problem ist. Die Dinger sind ausgestopft. Das ist einfach nur ein schöner Push-Up. Wenn ich das Teil ausziehe, dann hängen die da so unglücklich ohne Guck. Das hängt dann. Denise, was erwartest du? Denise will einen neuen Busen. So einen wie Stripperin Dieter von Teese. Kennst du Dieter von Teese, oder? Die sind geil. Die sind ganz natürlich, die hat auch günstige Brüste. Das gefällt mir. Guck. Das sieht sehr süß aus. Die stehen auch schön, die sind groß, aber die haben so diese richtig schöne Form und die möchte ich halt auch wieder haben. Ich hatte die schon mal durch das Abnehmen. Klar, ich weiß, können die nicht mehr so zurückgehen, das ist ja reines Fettgewebe, aber ich fühle mich halt voll unglücklich, weißt du? Und ich bin froh, wenn ich echt die Implantate habe, dann kann ich die hier rausmachen, diese Stoffteile da und... Also ich denke, sieht aus und besser aus. Zeig mal. Was bleibt dem übrig? Tom ist überzeugt. Ich habe die Möglichkeit, sie dabei zu unterstützen. Ich mache das auch gerne. Ich verdiene gutes Geld. Ich möchte ihr da die volle Rückendeckung geben. Und ich weiß auch, dass sie danach super glücklich ist. Und ich denke auch mal, das, was sie glücklich stimmt, überträgt sich dann auch weiterhin in der Partnerschaft. Und ich denke, dass ich auch etwas davon profitieren kann. Denise hat sich entschieden, denn ihren Traumbusen kann man sich nur kaufen. Denise Meyer auf dem Weg zu Schönheitschirurg Dr. Stefan Gress. Sie kommt mit ganz konkreten Wünschen. Schlanke Taille, knackiger Po, voller Busen. Guten Tag, Frau Meyer. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja. Der Herr Dr. Gress erwartet Sie schon. Ich bringe Sie jetzt einfach mal zu ihm rüber. Okay, ja, Sie können wir voll. Mindestens 24 Stunden sollen laut Gesetz zwischen Beratung und Schönheits-OP vergangen sein. Alle Fragen und Zweifel müssen nach und nach aus dem Weg geräumt werden. Empfohlen sind zwei Vorabtermine. Genau, am besten hier. Frau Meyer, wie kann ich Ihnen helfen? Also, mein Problem ist, ich habe 40 Kilo abgenommen innerhalb von anderthalb, zwei Jahren. Super, Gratulation. Wie haben Sie das gemacht? Ernährung umgestellt, viel Sport gemacht. Okay. Ja. Große Leistung. Ja, aber jetzt hat meine Haut auch etwas gelitten darunter. Okay. Jetzt brauche ich ein paar Angaben, brauche ich auch noch. Ja. Wie groß sind Sie jetzt? Ich bin 1,72. Okay, und was ist Ihr Gewicht momentan? 75. Okay. Prima. Und ich nehme mal an, die Haut hat sich so nicht zurückgebildet, dass es alles wieder straff anliegt? Nicht ganz, nee. Mhm. Also gerade um die Hüfte rum, Beine, Bauch. Mhm. Bauch geht noch, aber ich fühle mich noch nicht wohl, also überhaupt nicht. Also ich würde Ihnen gerne mal sagen, wie es abläuft. Wir haben nebendran ein Untersuchungszimmer. Mhm. Da würde ich Sie mir gerne angucken. Wir haben ein bisschen besseres Licht. Und ich würde Ihnen dann auch dort erklären, was man tun kann, welche Verfahren man anwenden kann, um den Körper wieder so hinzubekommen, wie Sie sich den wünschen würden. Okay? Okay. Super. Das geht gut. Komm, gehen wir hier nach neben an. Fühlen wir mit? Kommen Sie. Ich fühle mich natürlich noch nicht so ganz wohl mit meinem Körper. Wohler als vorher. Problemzonen einer Frau sind sowieso immer so eine Sache. Gerade dann, wenn ich den BH vielleicht weglasse. Schon ein seltsames Gefühl. Aber dadurch, dass ich weiß, was dann passiert mit mir und dass es vorangeht, glaube ich, verschwindet das ganz, ganz schnell. Okay, wollen wir von oben nach unten besprechen am Bauch? Mhm. Oder hübsche Sternchen? Danke. Also, ist es so, von der Kontur des Bauches ist es eigentlich viel besser, als ich es mir erwartet hatte, muss man echt sagen. Klar ist hier noch ein bisschen Speck drauf, ja,
Dann haben Sie hier so Dehnungsstreifen. Dehnungsstreifen sind nichts anderes als Narben von innen. Ja. Da ist die Haut von innen gerissen. Und diese Dehnungsstreifen kriegt man nicht weg. Es sei denn, man schneidet sie weg, dann hat man Narben von außen. Also da kann ich Ihnen nicht helfen. Und dass die Haut lose ist jetzt, das kommt daher, dass Sie so viel abgenommen haben. Die Haut hat aber, sie hängt nicht. Mhm. Das ist schon mal das eine. Sie haben überhaupt keine Dehnungsstreifen vorne, was mich sehr wundert, wenn jemand 40 Kilo abgenommen hat. Respekt, haben Sie viel gecremt in der Zeit? Gar nichts. Okay, also ich glaube, das ist hauptsächlich dann haben Sie, hier. Da haben Sie, ist gut, aber da vorne haben Sie nichts. Ja, aber Sie haben zumindest vorne wirklich ein gutes Bindegewebe und vorne würde ich nichts machen. Ja. Also wir müssen echt, muss man gar nichts machen. Mein Bauch sieht da schlimmer aus als Ihre. Okay, ich war ein bisschen überrascht, dass Sie hat tatsächlich eine Fettverteilungsstörung, wie man es bei Frauen manchmal sieht, dass unten sehr viel ist und oben ist sie doch relativ schlank. Ich wusste, dass sie 40 Kilo abgenommen hat und da habe ich mir am Bauch ein bisschen hängende Haut tatsächlich erwartet. Haut, die dann über die Schamhaargrenze vielleicht drüber hängt, das war mir überhaupt nicht. Und darum musste man am Bauch, denke ich, nichts machen und wird man auch nichts machen müssen. Was mich ziemlich überrascht hat, war natürlich zu sehen, wie relativ kräftig die Oberschenkel oder ja, auch letztlich die Unterschenkel dann auch, aber insbesondere die Oberschenkel ausgeprägt waren und das immerhin nach 40 Kilo Gewichtsreduktion. Was halt wirklich auffällt, stellen Sie mal gerade hin, ist das hier, das ist wirklich viel, ja. Das hier, das Knie hat kaum mehr Kontur, dann haben wir zu viel dort innen drin, das ist zu viel, ja. Okay. Darf ich es nochmal von hinten sehen? Natürlich. Da, das sehe ich auch. Ja, klar. Also da hier und da an der Silhouette, da würde ich auch sagen, am Popo vielleicht hier an der Seite nochmal. Okay. Da haben wir schon viel gewonnen. Und ich kann mir vorstellen, dass aus jedem Bein an Gewicht, sagen wir jetzt mal nicht, aber an Litervolumen um die 3 bis 4 Liter Fettgewebe kann man dann schon entnehmen. Gerade das hier auch in der Innenseite, ist halt sehr schwierig wegzukriegen. Das ist halt wirklich mein Problem. Mhm. Was das auch für einen Leidensdruck für so eine junge Frau bedeutet. Muss ich auch vorstellen, mit der Kleidung, sie kann nicht richtig gehen, ohne dass es scheuert. Ja, man muss dann wirklich so Leggings anziehen, wo dieser Haut-auf-Haut-Kontakt nicht stattfindet durchs Gehen. Und 40 Kilo mehr, da sah alles noch viel schlimmer aus, als wir es heute gesehen haben. Also ich kann es wunderbar nachvollziehen. Die Brust, okay, da kann man drüber streiten. Man kann es auch verstehen, dass sie eine volle, etwas größere Brust haben möchte. Okay, und was gefällt Ihnen da nicht? Er hängt. Er hängt, das Gewebe ist total gerissen außenrum. Mhm. Darf ich mal hinfassen? Ja, natürlich. Wenn man das jetzt mal so hinhaltet, hält, wie es... Das wäre ein Ergebnis, wie es allein eine Straffung bringen würde. Mhm. Okay? Sie sehen, dass die Brust dann ein bisschen nach oben kommt oder deutlich nach oben kommt, auch die Brustwarze, dass es insgesamt sehr, sehr viel fester wird, aber es wird auch kleiner. Mhm. Ja? Die Brust wird, was haben Sie jetzt, Körbchengröße? Jetzt im Moment habe ich B. Mhm. Also das B werden Sie schon behalten auch, aber sie wird ungefähr von der Größe so ausschauen. Es wird eine kleinere Brust werden, die allerdings fester ist und die Brustwarze ist dann deutlich höher. Aber passt das dann noch zu meiner Proportion? Weil ja, das ist eine gute Frage. Ja, schönes Vollbein würde ich mir machen. Okay, ich kann Ihnen gleich sagen, wir müssen uns überlegen. Ich muss nur kurz was ausmessen, und zwar die Breite. Die Breite des Implantates sollte bei Ihnen ungefähr 11,5 cm haben. Mhm. Okay? Okay. Und damit habe ich schon das meiste gesehen. Was mich interessiert, jetzt können Sie sich wieder anziehen und dann besprechen wir die Theorie. Okay? Im Wesentlichen gibt es 2 Formen von Brustimplantaten. Die runde, die vor allem Männer als sexy empfinden, und die tropfenförmige, die natürliche Form verstärkt, anstatt sie zu verändern. Also ich will jetzt Ihnen kurz besprechen, was wir tun können, sinnvollerweise. Wir fangen von oben nach unten an. Was wir hier liegen haben, das sind nichts anderes als Brustimplantate. Das ist etwas, das ist ein großes Implantat, das man verwenden kann. Da ist die Hülle auch anders. Sehen Sie, das ist eine glatte Hülle, das ist jetzt auch ein Probierimplantat. Und das macht einfach einen dicken, runden Busen für jemanden, der das haben möchte. Es ist allerdings etwas, was wir sehr selten machen. Mhm. Wir verwenden am häufigsten tropfenförmige Implantate. Aus meinem Geschmack geben die natürlichste Form. Und natürlich ist das, wenn es hier oben es sich nicht abzeichnet. Verstehen Sie, wenn das Implantat sich hier oben abzeichnet, das sieht man oft so im Playboy, bei Frauen, ja, die haben, ich
sieht man dann hier schon die Implantatkante. Und das ist mit Sicherheit, finde ich, kein natürliches, schönes Ergebnis. Nein, toll ist es, wenn man es überhaupt nicht sieht. Das ist das Geheimnis der plastischen Chirurgie. Man soll gar nicht sehen, dass sie bei uns gewesen sind. Und darum muss man das Implantat schön verstecken und es auch die richtige Form haben. Ja, also diese Implantate würde ich dann auch vorziehen auf alle Fälle. Es soll sehr natürlich ausschauen und ich möchte nicht solche Silikonbälle haben. Also das gefällt mir gar nicht. Was für Körbchengröße hätten Sie dann, würden Sie sich denn vorstellen hinterher? Aber kein D wieder, oder? Nein, um Gottes Willen. Also ich glaube, C ist okay. C, okay. Dann sollten wir schon uns überlegen, natürlich ein Implantat einzubringen zusätzlich. Und ich lasse mir gerne Bilder zeigen, dass man irgendwie guckt, jemand in den Magazinen eine Nase bringt. Ich habe ein Beispiel. Ich kann Ihnen berichten über eine Patientin, die vor längerer Zeit hatte. Und ich dachte, ein wunderschöner Busen, ganz toll. Und nur war sie gar nicht glücklich. Und dann haben wir uns hinterher natürlich darüber unterhalten. Und es kam raus, dass das, was sie als natürliches Ergebnis erwartet hätte, nun eigentlich nicht einem natürlichen Ergebnis entspricht. Warum? Sie hat erwartet, dass sie eher, dass die Brust so nach außen geht, wie man es eben in Magazinen von amerikanischen Frauen oft sieht, dass sich das Implantat auch abzeichnet. Das hat sie erwartet und auch als schönes, natürliches Ergebnis empfunden. Und seitdem lasse ich mir einfach zeigen, was sich jemand erwartet und vorstellt. Und dann versucht man da möglichst genau hinzukommen, wenn es realistisch ist, wenn es medizinisch machbar ist und wenn ich weiß, ich kann es. Und wenn diese drei Komponenten zusammenkommen, dann ist es eigentlich schon, garantieren kann man in der Medizin nichts, aber schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass es einen glücklichen Patienten hinterher gibt. Fettabsaugen und Brustoperation werden zusammen etwa 10.000 Euro kosten. Die Beine will sie erst mal mit Training in Form bringen, statt mit einer OP. Gut. Ja. Dann war es das schon mal. Ich habe Ihnen zwei Broschüren rausgesucht. Da steht das Wesentliche noch mal zusammengefasst über das, was wir heute besprochen haben. Noch eine Karte von mir. Und würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Und dann besprechen wir weiteres. Also wie gesagt, Bilder wären nicht schlecht. Das mache ich. Sie sehen mich auf alle Fälle wieder. Sehr schön. Alles Gute. Schönen Dankeschön. Tag. Ich war schon sehr stolz über das, was Dr. Kress zu mir gesagt hat. Dass mein Bauch, dadurch, dass ich 40 Kilo abgenommen habe, trotzdem noch sehr schön ist. Man sieht, ich habe keine Fettschürze, wie er gesagt hat. Also es hat mich schon natürlich imponiert. Ein paar Tage später. Heute wird sie operiert. Denise' Freund Tom begleitet sie. Beide haben nächtelang das Für und Wider diskutiert. Also ich denke, dass Tom die weiblichen Rundungen schon mag. Natürlich findet er schlanke Frauen schön, aber letztendlich hat er mich auch so kennengelernt und er hat mich auch so lieben gelernt. Und er sagt auch zu mir, dass er meine inneren Werte für ihn mehr zählt. Und das weiß ich auch. Also er würde mich nicht anlügen. Natürlich weiß er, dass ich unter meinen Beinen und unter meinem Busen, meiner Hüfte leide. Aber wie gesagt, er unterstützt mich in allem und ich weiß, dass er meinen Hintern sehr mag. Vor allem aber mag Tom seine Denise gesund und unversehrt. Die Unterlagen der Klinik studiert er, als käme er gleich selbst unters Messer. Ich bin da schon etwas besorgt dabei, weil Risiken hast du überall. Ja, weil ich sag, jeder Eingriff, jeder körperliche Veränderung hat seine Risiken. Von meiner Seite aus müsste sie es nicht tun, weil ich sie so liebe, wie sie ist. Andererseits verstehe ich ihr Vorhaben auch. Ich finde, sie ist einfach als komplettes Wesen sehr sexy. Und sobald sie gesund und munter ist, wieder auf den Beinen steht, denke ich, dass das dann noch mal eine kleine Kirsche auf dem Sahnehäubchen geben wird. Es wird ernst für Denise Meyer. Sie weiß, welche Risiken dieser Eingriff hat, will ihn aber unbedingt. Das reicht den Ärzten als sogenannte Indikation, als triftigen Grund zu operieren. Der Mann am Messer, Dr. Stefan Kress. Dann so ein bisschen die Hüften. Ich wünsche mir im ersten Moment, wenn ich die Augen wieder aufmache aus der OP, dass ich nicht so große Schmerzen haben werde. Ich wünsche mir, dass ich an mir runterschaue und ich weiß, ich habe was mir keiner mehr nehmen kann. Ich freue mich einfach, wenn das schon vorbei ist dann. Also dieser Schritt, weil es hat sich jetzt so lange hingezogen. So, das Absaugen machen wir am Schluss, ja? Das ist sozusagen der letzte Schritt der Operation. Okay, jetzt wieder umdrehen. Genau. Also Sie kriegen einen Stichel ungefähr. Mal gucken hier und da. Und dann saugen wir das so fächerförmig ab. Vielleicht kriegen Sie noch einen zweiten da unten. Das müssen wir sehen. Ja?
So eine witzige Mütze. Denise Busen ist durch die Diät von D auf B geschrumpft. Und jetzt hängt er wie nach zwei Schwangerschaften. Sie will ihn straffer haben und gleichzeitig voluminöser. Kein Problem für die plastische Chirurgie. Dr. Gress macht sich mit Hilfe der Schnittlinien einen genauen Plan. Das exakte Ergebnis kriegen. Und natürlich muss man das anzeichnen im Stehen, weil die Brust soll ja vor allen Dingen toll aussehen im Stehen. Ja. Im Liegen schaut es dann immer wieder ein bisschen anders aus. Also wenn jetzt die Brust recht schlapp ist und die Brustwarze nach unten zeigt, bedeutet das, dass zu viel Haut da ist, aber zu wenig Inhalt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, den Inhalt wieder aufzufüllen und oder die Brust zu straffen. Mhm. Jetzt in Ihrem Fall, nur den Inhalt zu vergrößern würde nicht gehen, weil die Brustwarze selber zu tief ist. Verstehen Sie? Dann kriegen Sie kein hübsches Ergebnis. Also das Hauptproblem ist, dass wir erstmal die Brustwarze nach oben bringen müssen und dann das Implantat, was wir unter den Muskel legen. Dann haben Sie da noch mehr Volumen. Aber das Entscheidende ist, wenn das Implantat ist, ja, dass das Hauptvolumen hinter der Brustwarze ist. Und wenn wir jetzt das Implantat einbringen würde, so, ja, dann sitzt es unter dem Muskel, dann sitzt es zu hoch und Sie haben keine schöne Brustform, weil das Hauptvolumen oberhalb der Brustwarze wäre. Okay. Und drunter hängt das dann so runter und es sieht nicht schön aus. Das gibt nicht eine Brustkontur. Das nennt sich Double Bubble, ja, wenn Sie so ein zwei Brustformen letztlich haben. Okay. Und damit sich das schön zu einer hübschen Form vereinigt, muss erstmal die Brustwarze hoch. Und wenn man jetzt das Implantat einbringt, ist die Brustwarze auf schöner Höhe. Mhm. Und von hinten wird das dann nochmal akzentuiert durch das Implantat und dann sieht das ganz hübsch aus. Gut. Der Künstler bereitet sein Werk vor. Dr. Gress zeichnet die Schnittstellen möglichst exakt auf Denise Körper. Das ist ja das Tolle an dem Beruf, verstehen Sie, weil es in einer wunderbaren Weise Wissenschaft, exakte oder kalkulierte Chirurgie und Kunst miteinander vereinbart. Okay. Dr. Gress prüft ein letztes Mal die Zeichnung, bevor er seinen Plan in die Tat umsetzt. Natürlich formt er Denise nicht nach seinem Gusto. Sie hat genaue Vorstellungen, wie ihre Brüste auszusehen haben. Und die Vorlage dafür gleich mitgebracht. Das ist der Einwilligungsbogen. Ach so, die Bilder da, gell? Wie heißt die Dame gleich? Sehr hübsch. Die sind auch gemacht. Ich finde die super schön. Ich will genau die gleichen. Wenn genau. Jetzt schauen wir mal. Genau die gleichen. Ein bisschen größer natürlich. Ein bisschen größer, dachte ich mir. Ja, weil ein bisschen größer wird es werden bei Ihnen, müssen Sie wissen. Ja, das ist, wenn wir das jetzt so, wenn wir das jetzt so lassen, wenn wir es jetzt so machen, wie es die Frau von Thesen hat, das ist mein eigener. Dann haben wir einen Takt zu wenig für das, was Sie eigentlich sich vorgestellt haben initial. Die Beine machen wir ein andermal. Ja? Die machen wir jetzt nicht. Wir haben beschlossen, zuerst den Oberkörper zu machen und dann die untere Etage. Ja? Also wir machen, wenn Sie noch abgenommen haben. Ja? Genau. Aber wir machen das heute und die Brust und damit haben wir eigentlich schon ganz gut zu tun. Und das nächste Mal, wie gesagt, kommen die Beine dran. Ja? Okay. Ein OP-Raum in München. Denise Meyer ist soweit. Die OP kann beginnen. Mehr Busen, weniger Hüfte. Der Eingriff wird etwa 4 Stunden dauern. Denise bekommt eine Vollnarkose. Sind Sie aufgeregt? Ein bisschen jetzt. Sehr bisschen. Wird gleich. Aber es geht. Schön. Ich freue mich schon, wenn ich dann nachher aufwache. Wenn Sie wieder wach sind, So, jetzt kommt endlich die lang ersehnte LMA-Spritze. Also dann schlafen Sie gut, träumen Sie was Schönes. Ich bin so ein Mensch, ich habe vor der OP weniger Angst als vor der Vollnarkose. Da habe ich mehr Angst. Man kriegt ja nichts mit und das ist so eher nicht die Kontrolle darüber zu haben, was passiert. Das Risiko dieser Operationen, bei geschätzten 250.000 Eingriffen pro Jahr dieser Art in Deutschland, verlaufen 5 tödlich. Das bringt schön tief Luft durch. Zunächst spritzt Dr. Stefan Gress eine Lösung in Denise Busen, um das Gewebe von der Brustwarze zu trennen. Danach kann er sie nach oben versetzen. Da ist ein bisschen Adrenalin drin in der Flüssigkeit. Und Adrenalin bewirkt, dass die Gefäße eng werden und es dann während der Operation nicht so blutet. Das Schonende für die Patientin
und macht es leichter für den Operateur. Geht dann auch schneller, ja. Jetzt umschneiden wir schon die Brustwarze. Wenn man da zu tief schneidet, dann hat man hinterher ein Durchblutungsproblem. Und es kann dann auch dazu führen, dass die Brustwarze abstirbt. Ja? Darum muss man da schon sehr vorsichtig sein. Die Vorgehensweise ist für das ungeübte Auge etwas brutal und martialisch, das stimmt schon. Aber Sie müssen wissen, die Patientin schläft vollkommen, kriegt gar nichts mit. Und wir müssen das Gewebe auch irgendwie anpacken. Ja? Was so roh aussieht, ist schon aber trotzdem eine schonende Art zu operieren. Ja? Wir gucken, dass es möglichst wenig blutet. Das Gewebe wird möglich mit der Hand angefasst, sondern mit Pinzetten. Natürlich muss man das Gewebe durchtrennen, dann quillt dann plötzlich Fett raus und so weiter. Aber das sind Anblicke, die wir längst gewöhnt sind und für uns nichts Neues bedeuten und auch nicht abschreckend oder schlimm rüberkommen. Ja? Also das ist, es sieht vielleicht anfangs ein bisschen schlimm aus für jemanden, der es nicht gesehen hat, aber es ist ganz normal so. Also wir haben verschiedene Implantatgrößen da. Die Form ist immer tropfenförmig. Dann gibt es verschiedene Projektionen. Das heißt, das Implantat kann ein bisschen flacher sein, also etwas nicht so weit abstehend vom Körper oder eben etwas weiter abstehend vom Körper. Aber da sie relativ viel Drüsengewebe ja schon hat, ja, ist meine Befürchtung, wenn wir ein hohes Implantat nehmen, dass es dann unnatürlich ausschaut und drum möchte ich bei ihr eher ein breiteres, aber ein flacheres Implantat nehmen. Denise hat sich für Implantate entschieden, die ein großes, volles C bringen. Weil die Brust gleichzeitig gestrafft wird, werden deutlich sichtbare Narben zurückbleiben. Das ist unvermeidbar. Der Preis, den die Patienten dafür bezahlen, ich spreche jetzt nicht vom finanziellen, ist halt dann oft auch eine Narbe. Ja? Und auch wenn die Narbe noch so fein ist, es wird halt dann eine Narbe sein. Ja? Da muss man halt genau abwägen, ist es das wert, ist es sinnvoll, das zu machen oder nicht. Da muss man schon genau abwägen, ist die Narbe dann auch tatsächlich hinterher schöner als das, wie es vorher ausgesehen hat. Männer mögen ja das, was sie selber nicht haben. Ja, der Traumbusen ist ein voller Busen. Ich selber mag eine Brust natürlich sehr gern und denke, ein schöner C-Busen ist was, ja, was Attraktives, was Tolles. Operation bei Denise, Teil 2. Nachdem der Busen gestrafft und mit einem Implantat unterlegt ist, wird jetzt Fett an den Hüften abgesaugt. Dieser eine Rettungsring, der durch das Zunehmen und jetzt auch wieder durch das Abnehmen einfach nicht weggeht. Das sind so diese abgelagerten Fettzellen, die kann ich. Ich mache so harten Bauchtraining. Es ist schon flacher geworden, einiges zurückgegangen. Es geht noch ein bisschen was, das weiß ich auch. Aber das sind so Stellen, wie zum Beispiel Reiterhosen an meiner Hüfte, die halt nicht mehr weggehen. 40 Kilo hatte Denise mit Sport und gesunder Ernährung abgenommen. Dr. Stefan Gress saugt ihr trotzdem noch einen Liter Fett ab. Sie sehen, es hat eine lange Kanüle mit einer Öffnung. Da vorne ist so eine Öffnung. Das sind mehrere, gleich drei Öffnungen. Und dann geht man so unter die Haut und kann letztlich ganz gut das Fett absaugen. Es ist ja toll, über so einen kleinen Hautschnitt, der vielleicht nur 3-4 mm ist, so ein großes Gebiet des Körpers zu bearbeiten. Ja, es geht relativ gut, wobei die Körperstelle etwas schwierig ist. Man muss hier so um die Kurve saugen. Also wenn jemand sehr, sehr dick ist und man saugt dann so vor sich hin und ist dann hinterher völlig fertig, dann denke ich mir, ich muss jetzt eigentlich leichter sein als der Patient, den ich abgesaugt habe. Naja. Jetzt haben wir eine Seite abgesaugt, die rechte, und jetzt kommt die linke dran. Und wenn man so sieht, da kriegt man natürlich auch Lust, mehr abzusaugen, aber dürfen wir nicht, wir haben nur das besprochen und wir wollen ja tatsächlich nur den Oberkörper etwas verbessern, indem wir an den Hüften etwas Fettgewebe wegnehmen. 8.000 Euro kostet eine Operation wie bei Denise, aber nicht jede Körperpartie lässt sich mit Geld und einem guten Chirurgen ummodellieren. Ja, was man hier halt sieht, das sind Strie, das ist zerrissene Haut, das ist nichts anderes als Narben, die man von innen hat. Wenn die Haut sich stark gedehnt hat, sieht man bei
bei Schwangeren, also beziehungsweise bei Frauen, die Kinder geboren haben, oft an der Bauchdecke. Oder eben auch bei Leuten, die stark zugenommen haben, sehen Sie, dass die Haut reißt da so. Und oft besteht die Frage, ob man das nicht wegmachen kann. Man kann es schon wegmachen. Also man könnte jetzt, hoppala, man könnte jetzt das wegschneiden, ja? Aber letztlich hat man dann wieder woanders eine Narbe. Man kann diese Strie kann man so gut wie nicht behandeln, dass die weggehen. Leider. Mit der Fettabsaugung kann man wunderbar formen. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ich möchte gern abnehmen, da muss man das ein bisschen kritisch sehen, weil man kann zwar den Anreiz zum Abnehmen schaffen damit, wenn jetzt irgendwie eine Körperregion dann plötzlich anders geformt und schöner aussieht als vorher, aber letztlich zum Abnehmen als solches ist es nicht geeignet. Ja, wie viel haben wir denn auf dem Topf? Ja, dann haben wir es doch, oder? Ja. Also wir haben jetzt pro Seite um die 500 Milliliter, einen halben Liter weggesaugt. Und das ist für so eine kleine Region doch relativ viel. Noch einmal hier, dann bin ich fertig. Okay, dann sind wir fertig. Herzlichen Dank an alle. Vielen Dank. Nach 4 Stunden hat Denise es überstanden. Jetzt geht es in den Aufwachraum. Noch weiß sie nicht, ob alles gut gegangen ist. Denise, ist alles klar? Ja, super. Super, nur noch müde, ne? Ja. Und jetzt kriegen Sie trotzdem, dass es Ihnen so gut geht, noch mal einen Tropf gegen die Schmerzen. Mhm. Weil die werden sich wohl oder übel dann doch leider einstellen. Ja, vielleicht nicht ganz so stark, weil Sie schon eine Menge bekommen haben. Aber den Tropf, den ich gerade in der Hand halte, den hängen wir jetzt noch an, ja? Okay? Mhm. Prima, danke schön. Jetzt schlafen Sie einfach noch ein bisschen, okay? Mhm. 14 Tage sind vergangen. Die 24-jährige Denise kommt zur Nachkontrolle in die Praxis von Dr. Gress. Heute soll der Verband am Busen gewechselt werden. Hallo. Ah, hallo Denise, wie geht's? Sehr gut. Super, kommen Sie rein. Ja. Den Mantel können Sie mir gleich geben. Jetzt schauen wir mal nach, wie alles aussieht. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja, haben Sie Beschwerden? Ja, ein leichtes Druckgefühl, Muskelkater, aber sonst geht's. Den BH haben Sie aber schön an, ja? Ja, den BH habe ich an. Wichtig ist, dass man sich das mal angucken. Dazu müssen Sie sich hinlegen. Ich helfe Ihnen beim Ausziehen, ja? Okay. Einfach mal da drauf, auf die Liege. Die Medikamente haben Sie genommen, alle ja, auch, ja? Ja, haben Sie denn noch vom Antibiotikum was oder ja, ist das schon vorbei? Nee, ich habe noch ein paar. Genau. Und wie war es gleich nach der OP? Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, aber ich glaube, ja, das waren auch noch die guten Medikamente. Okay. Also ich muss sagen, die Schmerzen an der Taille überhaupt nicht. Das war wie so ein blauer Fleck und es ist ja auch noch ein bisschen taub. Aber das war Peanuts, finde ich. Aber hier oben... Ja, was heißt Schmerzen? Es war zu ertragen. Es ist halt natürlich ein Druckgefühl. Man hat das Gefühl, man hat unheimlich viel trainiert, sehr viel Muskelkatergefühl. Schmerzen schon hier unten und Wundschmerz, das merkt man schon ein bisschen. Aber dadurch, dass es noch ein bisschen betäubt ist, ist es okay. Also es ist auszuhalten. Lass mich mal schauen von hier. Also es sieht super aus. Ja? Das ist natürlich noch ein bisschen geschwollen. Das müssen wir eincremen, damit die Haut sich hier noch strafft. Ja, genau. Das sieht jetzt wunderbar aus. Ist es ein bisschen vom Gefühl, wenn man drüber fasst, ist es... Ist noch leicht taub. Leicht taub, ja, genau. Aber so geht schon. Das gibt sich aber bald, das Taubheitsgefühl ist bald weg. Die Taille ist wunderbar, also sie hat ja vorne ein bisschen einen Speck gehabt und an der Seite und wir haben ja nicht viel gemacht, da müssen wir jetzt ehrlich sein, wir haben einfach, sie hatte diese Falte, die hat sie gestört, die haben wir wegbekommen und wir haben die Taille etwas akzentuiert, auch das ist gelungen. Jetzt muss die Haut noch etwas schrumpfen, sie muss viel trinken und schön einölen und schön cremen und dann wird das kleine gefältelte Hautrelief, was man jetzt noch sieht, völlig verschwunden sein und dann kann sie auch damit glücklich sein. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja noch so eingepackt. Ich bin auch sehr gespannt, wobei ich eher schon weiß, wie Sie, wie es ausschauen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Jetzt gehen wir da mal raus, bitte. Diesen hübschen BH. Wunderschön. Den tun wir bitte darüber. Ich weiß schon, dass Sie jetzt mit dem BH und so weiter, das ist alles nicht so einfach, weil er halt sehr fest ist. Außerdem ist er nicht hübsch,
Aber darauf kommt es gerade nicht an, gell? Ja, das stimmt allerdings. Aber gut. Momentan befinden wir uns in der medizinischen Phase und da ist es mit dem. Ja, aber er stützt noch. Also es gibt genau. Mir noch ein gutes Gefühl. Also. Sie müssen halt ein BH so tragen, dass Sie das Gefühl haben, dass die Brust nicht nach unten durchhängt. Mhm. Okay? Und was sagen Sie? Also was ich von hier sehe, sieht schon fantastisch aus. Das ist halt von oben eine ganz andere Optik wie von vorne. Stimmt. Aber ich sehe es von unten, da sieht es auch super aus. Der Blick auf meinen eigenen Körper, wie ich so gelegen habe und er die Bandage abgemacht hat und die Pflaster gewechselt hat, das ist natürlich ein phänomenales Gefühl. Du denkst ja erstmal so, das ist jetzt, ist es wirklich mein Busen? Weil es ist eine ganz andere Optik zu vorher. Vorher sind so meine Brüste zur Seite gefallen und dann waren die so, ja, halt unförmig. Du hast immer dann dir runtergeguckt und hast gedacht, toll, eigentlich hast du eine Brust, aber die hängt so links und rechts von dir weg. Und jetzt stehen die wie eine Eins und du denkst dir so, wow, super schön. Sie müssen sich einige Dinge dann wieder wegdenken, Schwellung, Bluterguss, die sie hat. Und wenn sich das schön aushängt, was es tun wird mit der Zeit, dann wird das ein perfekter Busen. Das kann ich Ihnen garantieren. Es wird wirklich toll. Also gerade so, wie ich es gesehen habe, wir haben 2 Wochen, dafür sieht sie schon super aus. Wir müssen uns das Ergebnis, ich sehe sie ja in immer größer werdenden Abständen. Aber auch da gilt, nach einem halben Jahr ändert sich nichts mehr. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein perfekter Busen wird. Und wenn die Narbe so heilt, wie wir uns das alle wünschen, dann glaube ich, kann sich das sehen lassen.